Sache. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, das habe ich gar nicht gedacht. Warum habe ich das eigentlich nicht schon mal gemacht? So, ein Wahnsinnssport. Ein Wahnsinnssport. Also muss ich jetzt wirklich mal öfter spielen, dieses Squash. Squash. Bitte? Squash. Das Spiel heißt Squash. Squash. Oh ja, natürlich. Mit S vorne, oder? Oder Quash. Squash. 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 Ah ja, wie auch immer. Das Einzige, was ich noch nicht so richtig kapiert habe, das sind die Spielregeln. Wer von uns beiden hat nun eigentlich gewonnen? Sie. Sie haben gewonnen, Sie. Ach. Wie viele Tore hatte ich denn? Tore. Ja, oder Dingsbums. Wie heißt das hier bei Ihnen? Punkte. 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 Punkte, klar. Wie viele Punkte hatte ich denn? Der Stand war Game Love, Game Love, Game Love, Game Love. Verstehen Sie? Ja. Sie haben 4-0 gewonnen. Ach, also habe ich 4 und Sie haben Love. Ja. Und wie viel ist Love? Nichts. Love ist gar nichts. 0. 4-0. Nee, das kann nicht stimmen. Ich bin ziemlich sicher, dass Sie auch ein Tor hatten, gleich am Anfang. Ein Punkt! Ja, ein Punkt, ja. Und zwar war das da, wo ich das Ding am falschen Ende festgehalten habe. Da haben Sie mir nämlich noch gesagt, die Keule immer an der dünnen Stelle festhalten. Das ist ein Schläger. Ja. Ein Racket. Ja, was denn? Beides. Schläger oder Racket. Das ist ein Schläger, das ist ein Ball und das Spiel nennt man Squash. Alles, was wir gemacht haben, von Anfang bis zum Ende, nennt man Squash. Squash! Ja, ist klar. Dieses ist ein verdammter Scheißschläger. Ein Schläger! Ein Schläger! Ein Schläger! Schläger! Funktioniert der so auch noch? Das ist mir scheißegal. Denn ich werde nie mehr wieder spielen. Niemals Squash in meinem Leben. Ach, das ist aber schade. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir noch ein Meeting machen. Nächste Woche. Ein Match. Ja, vielleicht wäre ich dann schon etwas besser. Etwas besser? Etwas besser? Wissen Sie, was Sie sagen? Ich bin der Vorsitzende von diesem Squash-Club. Und einer der besten Spieler der ganzen Gegend. Ich habe die Regionalmeisterschaft gewonnen im letzten Jahr. Preise, Pokale und so weiter. Ich bin gut. Verstehen Sie? Wirklich gut. Und Sie kommen hier vorbei, haben vorher noch nie gespielt und hauen mich zusammen, dass ich nicht mehr weiß, ob ich Männchen oder Weibchen bin. In Ihrem blöden Straßenanzug wie ein Bankkassierer jagen Sie mich so lange, bis mir der Arsch voll Tränen steht. Vor allen Leuten, allen Clubkameraden, machen Sie mich zur Sau mit 4-0. Was denken Sie sich eigentlich? Schwein gehabt, Anfängerglück. Na gut, na gut. Von mir aus kommen Sie wieder. Aber ich sage Ihnen, was beim nächsten Mal passiert... Nächstes Mal? Ihr Rocket ist doch kaputt. Mein Racket! Das geht Sie allen Dreck an. Morgen früh, 10 Uhr pünktlich sind Sie hier. Und dann werde ich Ihnen zeigen, was eine Harke ist. Geht nicht. Aha! Leider. Morgen klappt es nicht mit Squash. Squash! Ja, morgen habe ich nämlich schon eine Einladung zum... Kinder, wie heißt das? Also, da sitzt man auf dem Pferd, reitet so in der Gegend rum, hat einen langen Besen in der Hand und haut damit... Jetzt habe ich's! Judo!